Ein weiblicher Imam singt in Berlin. Vor den Gläubigen in der Moschee Ibn Rushd. Gemeinsames Beten von Männern und Frauen mit oder ohne Kopftuch ist hier ganz normal. Für Nicht-Muslime ist das kein besonderer Anblick, doch in der islamischen Welt noch immer sehr ungewöhnlich. Unter den Gläubigen ist auch ein schwuler französischer Imam. Ich heiße Ludovic Mohamed Said und bin 45 Jahre alt. Ich wuchs vor allem in Algier auf. Ich studierte 5 Jahre in Algerien, um Imam in einer Madrasa zu werden. Damals empfingen wir französisches Satellitenfernsehen und dort liefen Sendungen, in denen Menschen von ihrer Homosexualität erzählten. Das war das erste Mal, dass ich etwas über Homosexualität hörte und einerseits hat mich das beruhigt, weil ich mir sagte, nanu, ich bin wohl nicht der Einzige. Und gleichzeitig hat es mich auch belastet, weil ich wusste, dass das in meiner Kultur und in meiner Familie ein Tabuthema ist und stets verurteilt wurde. 1995 flohen Ludovic Mohamed Said und seine Familie vor dem Bürgerkrieg nach Frankreich. Als ich nach Marseille kam, hatte ich 2 Jahre lang richtig zu kämpfen, denn 7 Jahre lang befasste ich mich nur mit Spiritualität und damit islamischen Studien. Über meine Sexualität sprach ich damals nie und vor allem versuchte ich nicht daran zu denken. Es war damals unmöglich, beides in Einklang zu bringen, da ich ein sehr homophobes Bild vom Islam hatte. Erst mit 30, in diesem Alter wird einem wohl viel klar, stellte ich mir existenzielle Fragen. Ich merkte, huch, mir ist etwas aus meiner Jugend abhanden gekommen. Eine große Offenheit und Faszination gegenüber der Welt. Der Hunger nach Leben, nach Wissen und nach Austausch mit anderen. So fand ich zurück zur Spiritualität über den Buddhismus und die Meditation. Das half mir sehr. Dadurch habe ich viel über die Spiritualität allgemein gelernt und auch durch das Christentum. Ich war Mitglied in einem Verein, der uns muslimische Homosexuelle damals aufnahm, bis sie uns 2010 dabei halfen, unseren eigenen Verein für muslimische Homosexuelle in Frankreich zu gründen, den HMDF. Es ging um den Abbau von Vorurteilen, von Spannungen und von faschistoiden Ideologien und zwar aus dem Islam selbst heraus. Wir wollten uns diese Tradition und diese Texte zurückerobern, sie gewissermaßen neu entdecken. Manche Traditionen erzählten von der Aufnahme von verweiblichten Männern, also männliche Frauen. Die Übersetzung aus dem Arabischen lautet in etwa Homo oder Transsexuelle. Keine Ahnung, vor 14 Jahrhunderten gab es mich noch nicht, aber das steht in der ursprünglichsten Tradition unserer islamischen Texte. Der Prophet empfing diese Leute, Friede und Segen sei mit ihm. Er beschützte sie und gab ihnen Arbeit. Die Frauen des Propheten verschleierten sich nicht vor ihnen, weil sie wussten, dass sie keine Frauen begehrten. Ich las all diese Texte und suchte in unseren Traditionen selbst nach Antworten. Ist der Islam wirklich homophob, frauenfeindlich, antisemitisch oder ist er in Wahrheit eine friedliche Religion? Auf seiner Suche nach den Quellen pilgerte Ludovic Mohamed Said in den letzten 20 Jahren 5-mal nach Mekka. (2012) filmte er seine Wallfahrt. Dabei ging es ihm nicht nur um persönliche Gründe, sondern er wollte auch etwas bewegen. (2012) pilgerte ich mit einer Gruppe von fortschrittlichen und inklusiven Muslimen. Plötzlich waren wir sichtbar, an dem heiligsten Ort des Islam und zeigten unsere Identität, auch wenn wir sie nicht gerade herausschrien, darum ging es auch nicht. Das taten wir später auf YouTube. Es ging über das Symbolische hinaus. Es war für uns ungeheuer wichtig, das zu tun und zu zeigen, dass es uns gibt. Und dass die Leute sich daran gewöhnen müssen, dass wir uns nicht mehr verstecken und nun immer mehr mitreden. Wie aktuell in der Debatte um den Platz des Islam in unseren Gesellschaften. Es ging uns nicht darum, dort irgendwelche Gay Prides zu organisieren oder die Kaaba mit feministischen Plakaten zuzupflastern. Ich werde dort wohl nicht wieder hinpilgern, allein schon wegen all meiner Äußerungen seitdem.
Aber mein theoretisches Wissen über den Islam und die sehr konkreten Fortschritte vor Ort in den letzten Jahrzehnten bestätigen mich nur darin, dass das, was uns weisgemacht wird, nicht der echte Islam ist. Es sind nicht alle gleich und identisch gekleidet in Schwarz oder Weiß. Das sieht man auch in der klassischen Malerei oder in der Poesie und Literatur der sogenannten arabisch-berberisch-muslimischen Welt seit Jahrhunderten. Da war nicht alles einheitlich und gleichförmig. Gelobt sei Gott, wir erbitten seinen Beistand und seine Vergebung und wir erbitten Zuflucht bei Allah vor unserem eigenen Schmerz. Frauenrechte, Toleranz für Homosexuelle und Offenheit für andere Religionen. Dieses Bild von einem modernen Islam predigt Ludovic Mohamed Zayed nicht nur, er lehrt es auch. Jedes Jahr bildet er ein halbes Dutzend fortschrittlicher Imame aus, Männer und Frauen aus der ganzen Welt. Das Werkzeug zur Reformierung des Islams liegt im Islam selbst. Doch was davon können wir nutzen, ohne dass das ganze Gebäude einstürzt? Die Ausbildung dauert 2 Jahre. In der Einführungsphase befassen wir uns vor allem mit den Grundlagen des Islam, mit seinen Säulen und den Säulen des Glaubens, mit der Tradition des Propheten und der anderen Religionen. Es geht darum, die Dogmen auseinanderzunehmen und sie in eine echte emanzipatorische Spiritualität für alle umzuwandeln und ihnen zu sagen, das sind unsere aktuellen Werkzeuge, wir müssen sie besser machen, lasst uns gemeinsam überlegen, wie. Und jedes Jahr kommen wir weiter und passen uns an, auch an die Profile und die Herkunft der Leute. Manche kommen aus Mexiko und verfolgen den Unterricht online, andere sind aus Indonesien oder Nordafrika. Die Ausbildung hat daher jedes Jahr eine andere Ausrichtung, als wenn die Studenten nur aus Frankreich oder dem frankophonen Europa kämen. Manchmal werde ich nervös, wenn die Leute zu mir kommen und fragen, was muss ich für dies und jenes tun? Dann gebe ich ihnen das Werkzeug für ihre eigenen Antworten. Doch sie lassen nicht locker und sagen, das ist keine Antwort. Darauf antworte ich, seid nicht so faul. Ihr wollt eine Fastfood-Fatwa? So einfach ist das nicht. Ihr müsst selbst entscheiden. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir sind nicht in Saudi-Arabien. Die stecken Millionen Petrodollars in die Ausbildung ihrer Imame und tragen dann ihre wahhabitische Lehre über Generationen in die ganze Welt. Ihre Korane werden in alle Sprachen übersetzt. So weit sind wir noch nicht. Doch eigentlich bräuchten wir dieselben Mittel gegen dieses faschistoide, patriarchalische Krebsgeschwür, das seit Generationen von beiden Seiten des Mittelmeers über unsere Jugend hereinbricht. Dagegen muss man etwas tun. Mit guten Absichten und frommen Wünschen allein kommt man da nicht weiter. Um an Einfluss zu gewinnen, wagt sich Ludovic Mohamed seit mehreren Jahren auch in die Medien und macht sich damit auch angreifbar. Ihr Studiogast behauptet, Gott hätte gesagt, das Erlaubte ist klar und das Verbotene ist klar. Er kann die Hadiths des Propheten und des Korans nicht unterscheiden. Es ist mir ein Rätsel, dass die Leute einen Imam wie ihn als Vorbeter akzeptieren. Er unterscheidet nicht zwischen den Worten Gottes und denen des Propheten. Was antworten Sie darauf? In den Verlautbarungen des Propheten erwähnt Bukhari die Bisexuellen und Lesben. Was sagen Sie zu den Bisexuellen, die der Prophet Mohammed in seinem Haus im Beisein seiner Frauen und Kinder empfing? Diese Debatte auf Arabisch bei der Deutschen Welle, der Shabab-Talk, das Gespräch unter jungen Leuten, war sehr wichtig. Als wir vor 15 Jahren die erste inklusive Moschee von Europa in Paris gründeten, da verhängte ein Mitglied der großen Moschee Al-Azhar in Kairo gegen uns eine Fatwa, in der es hieß, das sind keine echten Muslime, ihr dürft nicht in ihrer Moschee beten, euer Gebet mit solchen Vorbetern wird nicht akzeptiert. Als ob er im Paradies säße und dort Eintrittsscheine verteile. Diese Fatwa gegen uns war sehr hart. In einigen Ländern hätte uns eine Verurteilung zum Tode gedroht. Doch es war wichtig zu sehen, dass die Leute der gleichen Institutionen 10, 15 Jahre später bereit waren, mit uns zu reden. Es war kein perfekter Anfang, doch immerhin beachtet man uns seitdem. Es ist also tatsächlich möglich, sich auf diesem Gebiet zu engagieren, ohne in Gefahr zu geraten, entgegen aller Annahmen.
Das hat mich selbst überrascht. Natürlich ist es am Anfang ein seltsames Gefühl, von Leuten Nachrichten zu erhalten, die meinen, dass es uns gar nicht geben dürfte, obwohl sie uns gar nicht kennen. Nur weil wir uns einmischen. Da gab es schon Zweifel. Doch ein paar Tage nach diesen ersten Nachrichten dachte ich nicht mehr wirklich daran. Natürlich sind wir weiterhin vorsichtig. Als wolle er das Schicksal herausfordern, reist Ludovic Mohamed Zayed weiter durch Frankreich, um für die Öffnung zu predigen. Das wird nicht immer gern gesehen. Eigentlich war die Messe mitten in Metz geplant, aber wir haben eine inklusive Gemeinde 10 Minuten vom Stadtzentrum gefunden. Das ist auch super, denn die Leute sind nicht immer bereit, offen oder organisiert für interreligiöse Initiativen, erst recht nicht im LGBT-Kontext. Man muss das also langsam angehen. Wir sind da, weil wir Gutes bewirken und Vorurteile abbauen wollen und nicht, um noch mehr Spannungen in die Gemeinschaften zu bringen. Alles zur rechten Zeit. Vorher ist die Zeit noch nicht reif. Was für eine hübsche kleine Kirche. In dem kleinen Tempel von Hagendingen ist der Imam aus Marseille an diesem Sonntag Gast in einem ökumenischen und inklusiven Gottesdienst. Ich war etwas besorgt, fragte mich, wird er seine Kluft tragen und seinen Hut. Ich traute mich nicht, es anzusprechen. Eine feministische Pastorin, der Vertreter schwuler Juden von Paris und ein homosexueller katholischer Anstaltsgeistlicher sind auch unter den Gästen des Gemeindepfarrers. Kannst du bei den Kirchenliedern mitsingen? Ach nein, ich mache... Manchmal singe ich auch mit. Für mich ist der interreligiöse Dialog nicht nur Fassade. Ich nehme sehr viel daraus mit, wie an diesem Wochenende in Metz gerade. Das ist für mich ungeheuer wichtig. Meistens sind es sehr schöne Zeremonien. Die Liturgie hat viele Facetten. Jeder bringt etwas aus seiner Tradition mit und daraus wird etwas Gemeinsames. Es ist wirklich das Symbol für die Einzigartigkeit Gottes. Wir haben alle denselben Gott, egal was wir uns darunter vorstellen oder welchen Namen wir ihm geben. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wir bekennen, dass es keinen Gott außer Gott gibt und dass Mohammed einer seiner Diener und Gesandten ist. Herzlichen Dank an den Verein Couleur Gay und an alle anderen, die dieses sehr bunte Treffen mitorganisiert haben. Ein Treffen voller Diversität, Inklusion und Empathie. Niemand ist so weise wie Gott. Amen. Danke an den Imam Ludovic Mohamed Zayed. Erheben wir uns nun zu unserem ersten Lobgesang. Unsere Herzen preisen dich. Nos cœurs te chantent. Das ist nicht nur ein Symbol oder bloße Worte, das ist wirklich politisch im besten Sinne des Wortes. Im Sinne von miteinander leben, miteinander beten, miteinander reden und miteinander das Brot teilen. In diesen Zeremonien verwirklichen wir im Alltag das Ideal, von dem wir mitunter jahrzehntelang geträumt haben. Amen. Du bist mir wichtig, Bruder. Amen. Danke für diesen schönen Ort. Wir gehen weiter auf dem Weg des Herrn. Oh ja, das ist erst der Anfang. Und es geht gut los. Hat es Ihnen gefallen? Ich finde das gut. Mich stört das überhaupt nicht. Jeder darf sein Leben so leben, wie er es für richtig hält, nach seinem Willen und seinen Wünschen.
Sehr bereichernd. Das ist wirklich Balsam fürs Herz. Mir gefällt das. Das ist auch meine Sicht auf die Welt, dass alle miteinander leben. Das ist doch gar nicht so schwer, wie man hier sieht. Wenn er nicht gerade für den interreligiösen Dialog durch Frankreich reist, arbeitet Ludovic Mohamed Said in Marseille. Vor rund 10 Jahren gründete der Imam hier einen einzigartigen Ort, geschützt vor Blicken. Das Institut Kalem, 2 schmale Zimmer mit einem kleinen Hof mitten in der Stadt. Für alle, die beten, lernen, Seminare besuchen oder einfach nur ihre Lebenserfahrungen austauschen wollen. Willkommen im Institut Kalem. Dieses Essen hier ist vor allem als Begrüßung gedacht. Es ist eine unserer Gemeinschaftsaktivitäten. Wie eben angekündigt, habe ich die Programme des Marseille Festivals und der Marseille Pride verteilt, mit denen wir in dieser Projektwoche zusammenarbeiten. Scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Nehmt euch was zu trinken und zu essen und fühlt euch wie zu Hause. Hier treffen sich Leute mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Identitäten zum Austausch, ohne Tabus, Vorurteile oder Wertungen. Das gehört zu den sogenannten Austauschregeln hier im Institut. Wir stellen für die Gemeinschaft diesen Ort bereit, aber es sind die Menschen, die dann daraus etwas sehr Interessantes machen. Das überrascht viele Leute. Sie sagen zu uns: Wow, das ist ja wahrhaftig inklusiv. Die Familie hat einen großen Einfluss. Diese ständigen Fragen à la: Du bist jetzt 27 Jahre alt, mein Sohn, was sollen wir denn im Dorf erzählen? Als ich jung war, sagte meine Mutter zu mir: Ich werde im Dorf erzählen, dass du überfahren wurdest. Das ist sehr verletzend. Dass du tot bist? Genau, ich wurde überfahren und bin tot. Aus und vorbei. Ich war sehr gläubig. Als ich meine Mutter anrief und sagte: Mama, er vergewaltigt mich, was soll ich tun? Sagte sie nur: Er ist ein Mann, laut Religion darf er das. Nein, das darf er eben nicht. Hajar ist 27 Jahre alt. Sie lebt in Frankreich, seit sie 10 Jahre alt ist. Als Muslimin kämpfte sie hart für ihre Freiheit als Frau in ihrer erzkonservativen Familie. Wir fühlen uns nicht zu diesem Kampf verpflichtet, sondern wir sind dazu gezwungen. Wir haben also kaum eine Wahl. Wir sind dazu gezwungen, weil wir die Dinge für die künftigen Generationen ändern wollen. Ich will ihnen so eine Welt nicht hinterlassen, ohne Verständnis und ohne gegenseitigen Respekt. Beides ist doch die Grundlage der Menschheit und die Grundlage jeglicher Form von Spiritualität. Ich tue das alles für Gott. Ich sage es laut und deutlich, und zwar gerne: Ich tue das für Allah. Ikra heißt Lerne, so beginnt der Koran. Wer nicht lernt, gelangt nie zu Wissen. Wenn man also nicht unterschiedliche Menschen in verschiedenen Umfeldern kennenlernt, ist alles zwangsläufig haram. Deshalb sollte man Menschen wie Ludovic treffen. Man sollte in den Schulen und in allen Einrichtungen offen reden und versuchen, den Leuten klarzumachen, dass überhaupt nichts Böses an dem Ganzen ist. Als ich meinen Eltern und vor allem meinem Bruder zum ersten Mal von Ludovic erzählte, sagte er, das sei unmöglich, so etwas gäbe es nicht. Und weil es das nicht gäbe, sei ich auf dem falschen Weg, und zwar auf dem Weg in die Hölle. Das war seine Antwort. Wir sind es leid, wegen unserer Sexualität und unserer Einstellung drangsaliert zu werden. Wir schaden ja niemandem. Was sich in unseren Betten und in unseren Schlafzimmern abspielt, das bleibt auch da und geht niemandem etwas an. Hallo zusammen, ich schlage euch allen einen Besuch im Coco Velten vor, um die Künstler dort zu treffen. Sie haben für euch eine tolle Tanzaufführung einstudiert. Ich kann es euch nur empfehlen. In 11 Minuten fährt ein Bus. Wir gehen ins Coco Velten. Das ist ein Sozialtreff, in dem es auch künstlerische Projekte gibt.
Wir schauen uns eine Tanzaufführung an, die die LGBT-Migranten aus Marseille seit mehreren Wochen proben. Ein Vorgeschmack auf ihre Tanzaufführung auf der Gay Pride am 3. Juli hier in Marseille. Ludovic Mohamed kennt die Gemeinschaft der LGBT-Migranten gut. Seit vielen Jahren hilft er ihnen regelmäßig. Manche von ihnen beherbergt er sogar zeitweise nach ihrer Ankunft in Marseille. Einer seiner Schützlinge war Moussa, 32 Jahre alt. Er floh aus Mali. Als Homosexueller und Muslim in einem afrikanischen Land hat man es schwer. Alle dort verurteilen einen, wirklich alle. Die Gesellschaft, die Tradition, die Kultur, die Religion und vor allem die Familie. Einfach alle. Deshalb floh ich, weil ich in Freiheit leben wollte. Ich möchte mein Leben leben, ohne verfolgt, bedroht oder geschlagen zu werden, ohne zum Tod oder zu Gefängnis verurteilt zu werden. Erst als ich fortging, begriff ich, dass auch ich ein Mensch bin. In meiner Heimat wurde ich misshandelt, mit verbaler und körperlicher Gewalt, durch die Familie, durch die Mitbürger und durch die, wie soll ich sagen, durch die Justiz. Ich dachte, so grausam kann man doch nicht mal zu Tieren sein. Dank Ludovic Mohamed und seinen Seminaren gewann er wieder an Selbstvertrauen. Heute steht Moussa fest zu seiner Homosexualität. Homo-Migrant, das ist hier nur ein Slogan. Das verletzt mich also nicht. Aber wenn mich jemand so beschimpft, dann antworte ich nicht mit einem Gegenangriff, sondern mit einem Lächeln. Du hast recht damit, ich bin ein Homo-Migrant. Und stolz darauf. Und das zeige ich dir auch. Eine Woche später ist der große Tag gekommen, die Gay Pride. Ludovic Mohamed ist jedes Jahr dabei. Er gehört mit zu den Organisatoren und koordiniert die Umzüge mit anderen LGBT-Vereinen. Ja, genau. Sie meinten übrigens, wir sollten da drüben bleiben. Und dann schlüpfen wir mit dem Laster zwischen Aid und euch, um nichts durcheinander zu bringen. Wenn ihr davor oder dahinter lauft, ist das nicht schlimm. Aber es wäre besser, wenn wir vorgehen, weil euch das hilft. Meinst du den Laster da? Genau, den kleinen Laster da. Es ist viel Organisationsarbeit, all diese Vereine, um diesen Laster herum unter einen Hut zu bringen. Sehr viel Arbeit, über 4 Monate. Machst du Fotos, mein Schatz? Obwohl es etwas ganz anderes ist als seine religiöse und spirituelle Arbeit im übrigen Jahr, ist dieser Tag für den Imam nicht minder wichtig. Manchen Leuten aus dem Westen macht das bestimmt Angst. Und vielleicht noch mehr den orientalischen sogenannten arabischen Gesellschaften in ihrer Krise. Doch das ist gut so. Die Leute machen den Mund auf und wir ermutigen sie dazu. Ich bin sehr froh, mitzuerleben, wie sie hier ihre Identität völlig frei zeigen können, ohne sich entscheiden zu müssen zwischen ihrer Homosexualität, ihren afrikanischen Wurzeln oder ihrem Islam. Bis zur nächsten Gay Pride wird Ludovic Mohamed Zayed wieder losziehen. Im Kampf gegen die Diskriminierung, die Intoleranz und die Vorurteile im Islam und anderswo. Denn er ist noch längst nicht am Ziel.